Hallo, liebe Freunde. Ich wollte heute euch ein paar Grundlagen neu zeigen oder wiederholen und ein paar Hinweise auch geben, wenn ihr noch keine Gitarre Sars Tambur habt, wenn ihr eine kaufen wollt, weil zum Beispiel die Helin hatte ja oder hat geschrieben, wo sie ein Sass, ein Tambur herbekommen kann. Das war, oder das ist unter dem Video 39, Lied 15. Da habe ich ein paar Links reingelegt für euch. Also, wie kam ich denn zum Gitarrespielen? Ein Freund von meinem Vater hatte schon im Dorf eine Gitarre, eine ganz alte, klapprige Gitarre. Und das war sozusagen sein Heiligtum. Und er hat immer drauf gespielt und ich habe einfach nur gedacht, wow, könnte ich vielleicht eines Tages so spielen? Das waren aber ganz einfache Lieder, wirklich ganz simple, einfache kurdische Lieder. Aber in meinen Augen war das so schwer. Und als wir dann nach Deutschland geflüchtet waren, ein Freund von meinem Vater aus Istanbul hat angerufen, oder mein Vater hat ihn angerufen. Und dann zum Schluss hat der Freund gesagt, ja, brauchst du denn was? Und ich habe ganz schnell gesagt, Papa, ja, wir brauchen was. Er soll mir eine Gitarre schicken, ein Tambur, ein Sass, so eins. Und dann hat der Freund wohl mich gehört, mein Vater wollte nicht so gerne. Mein Vater spielte auch Sars Tambur, noch in der Türkei. Und tatsächlich, der Freund hat die Gitarre geschickt und ein bisschen kleiner als diese hier. Also die Größe richtet sich ja nach Steg oder hier Parda, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20. Das sind 24 Parda, also diese Gitarre ist, ich würde mal sagen, Durchschnitt und ein bisschen besser sogar, ne? Kurdische Gitarre, ne? Die, meine erste, war ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger Parda, also ich schätze, das waren so 20, 21 Parda, diese schwarzen Dinger. Ja, und dann war die Gitarre da und dann habe ich gesagt, so, Papa, dann zeig mir doch mal, wie man spielt. Und er sagt, ach, wie man spielt, so schwer ist das nicht. Er hat mir ein, zwei Lieder gezeigt, so. Zwei, drei Lieder und dann hat er gesagt, Mensch, du bist doch ein Mann, du lernst das schon, was ist schon Gitarre, du kannst tausend andere Sachen. Dann habe ich gedacht, ich glaube, dieser Mann will mich provozieren, er fordert mich heraus. Und dann habe ich jeden Tag allein nach Schule und Sport zwei oder drei Stunden gelernt. Und manchmal, weil ich ja neu war, ich habe hier sehr doll gedrückt immer auf die untersten zwei Saiten und dann waren hier die Abdrücke von den beiden untersten Saiten in meinem Finger zu sehen. Also das, ich habe ganz schön hart trainiert. Und dann, ganz später, wo ich dann also nach zwei, drei Wochen, ich konnte das immer ein Lied klimpern und dann bin ich immer aus meinem Zimmer raus, runter zu meiner Mutter und sag, Mama, hör mal zu, was ist das für ein Lied? Natürlich wollte sie sagen, mein Sohn, du spielst sehr gut, aber andererseits musste sie auch raten, welches Lied das war. Und am Anfang war es ganz schwierig, aber nach drei, vier Wochen konnte sie schnell erkennen, welches Lied das war, obwohl das nur zu 30% richtig war. Naja, das war die erste Gitarre von mir und dann habe ich mir eine richtig professionelle geholt, nämlich diese hier. Die ist auch schon über 20 Jahre alt, sowohl elektrisch als auch akustisch habe ich aus Bielefeld mit einem Profi. Ja, vielen Dank, Profi. Und vielen Dank, der Onkel aus Istanbul, für die erste Gitarre. Ne? Habe ich gekauft, ich glaube, also vor über 20,
ja, ich glaube schon über 23 Jahren, aus Bielefeld in Deutschland für, ich meine, für 1700 Mark damals. Die ist ja so emailliert, so eine Glasurschicht, ne? Und ist hier geschnörkelt und alles. Solche sind teuer. Also ich würde sagen, so eine wird heute bestimmt um die 300, 400 Euro noch kosten. Ja. Das war meine Geschichte, wie ich zum Gitarrenspielen kam. Also ich habe mir das beigebracht. Papa hat nur zwei, drei Lieder mir gezeigt und ich habe fleißig gelernt. Und man kann wirklich sich selber das Gitarrespielen beibringen. Und da will ich euch ein bisschen helfen und ein paar Videos machen. Thank you.